Hallo und herzlich willkommen. Wir sind im neuen Monat angekommen und zwar im Monat Oktober 2018. Ich finde es toll, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich kann schon bald von einer Ella Community sprechen. Ich finde es toll. Ich bin total begeistert. Ich finde es total klasse, dass euch das allen so gut gefällt. Vor allen Dingen, dass ihr was damit anfangen könnt. Ja, und von daher, ja, gehe ich mit Feuereifer ran und freue mich natürlich. Es kann sein, dass diese Legung jetzt ein bisschen verspätet kommt, sonst bin ich immer mittwochs um 7 Uhr soweit. Aber ich habe im Moment auch sehr viel um die Ohren, natürlich auch sehr viele private Legungen und deswegen kann es schon mal sein, dass sich das ein bisschen verzögert, aber ich gebe mir die allergrößte Mühe, so pünktlich wie möglich zu sein. Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr so treu dabei seid und ich bin total happy. Wie gesagt, Kommentare sind immer erwünscht im Bereich wie könnt ihr damit umgehen, beziehungsweise was kann euch davon helfen oder wie konntet ihr damit was Gutes bewirken? Das ist immer gut. Dann habe ich meine Berechtigung hier auf YouTube. Ja, es ist schön. Und ich möchte auch gleich in die Legung gehen, gar kein großes Intro oder so. Ich wollte mich nur noch mal bedanken und sagen, wie schön ich das alles finde. Und ja, ihr seid herzlich willkommen und dann sehen wir gleich eure Legung. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Waage, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 1. bis 7.10.2018 und wir schauen, welche Energien vorherrschen, was für dich wichtig ist, was relevant ist. Wie gesagt, du musst schauen, was du damit anfangen kannst, was für deine Situation hilfreich ist, weil dafür ist es da. Es soll dich unterstützen und dich inspirieren für Lösungsansätze. Entscheiden und handeln musst du natürlich höchst selbst, das können die Karten oder ich nicht für dich übernehmen. Okay, wir gucken mal, welche Energien von außen auf dich zukommen. Wir haben die 3 der Stäbe und das ist sich neue Horizonte erobern. Also deine Umwelt ist neugierig auf das Unbekannte, auf das Neue, offen für Veränderungen. Das ist schon mal sehr gut. Wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Dein Wunsch, deine Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was nicht so gut ist für dich und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, liebe Waage, wir haben jetzt auch noch die einzelnen Tageskarten. Die Energien, die da vorherrschen, sind interessant, können aber natürlich auch mal variieren. Also je nachdem. Aber du kannst vielleicht mit dem einen oder anderen was anfangen, wenn es dir begegnet, hast du schon mal was davon gehört. Okay, wir gucken, welche Energien du nach außen trägst, also was du deiner Umwelt so zeigst, wie du auf die Leute zugehst, wie du so drauf bist. Da haben wir die 5 der Münzen. Und das ist so eine Energie, eher ein bisschen zurückgezogen, eher so ein bisschen eigenbrötlerisch. Aber muss nicht unbedingt schlimm sein. Kommt ja auch darauf an, mit welchen Leuten du da zu tun hast. Wir haben den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, den Samstag und den Sonntag. So, wir beginnen natürlich mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Ass der Kelche. Also ich denke mal, dass du sehr romantisch veranlagt bist oder sogar verliebt in jemanden. Deine Gefühle schäumen über. Naja, gut, warum auch nicht? Dann bin ich auf deinen Wunsch gespannt. 2 der Stäbe. Das könnte bedeuten, dass du möglicherweise, ja, 2 Personen vielleicht beides Feuerzeichen, beide sind okay, beide sind toll und du kannst dich vielleicht gar nicht entscheiden. Also am liebsten möchtest du beide haben. Ja, das könnte schwierig werden. Gucken wir aber erstmal, was wir sonst noch haben. Deine Hoffnung und Ängste, 2 der Münzen. Noch eine 2. Du jonglierst, du bist dir noch nicht schlüssig. Dahin, dahin. Also momentan, liebe Waage, bist du ein bisschen hin und her gerissen. Was soll ich machen? Wo soll ich hingehen? Also es ist ein bisschen unentschlossen. Okay, gut für dich in dieser Woche ist die 4 der Schwerter.
Die Vier der Schwerter bedeutet Rückzug, bedeutet Ruhephase. Also bevor du dich nicht entscheiden kannst und nicht weißt, in welche Richtung du tendierst und für wen du dich vielleicht entscheiden sollst, zieh dich bitte zurück. Ja? Zieh dich bitte zurück, mach dir Gedanken, überlege dir, was du eigentlich willst. Deswegen vielleicht auch die 5 der Münzen hier. Was nicht gut ist für dich in dieser Woche, ist der König der Schwerter. Das ist auch deine Energie. Das sind Waage, Wassermann und Zwilling. Entweder ist das eine andere Person, die auch ein Luftzeichen ist oder sehr viel Luft, die in ihrem Chart halt Luftzeichen drin hat. Ne? Nicht sehr viel Luft in ihrem Chart hat. Das hört sich so falsch an irgendwie. Aber gut, jedenfalls kann es auch deine Energie natürlich sein, weil du ja auch ein Luftzeichen bist. Und vielleicht bist du zu sehr geneigt, diese gefühlsmäßigen Dinge zu sachlich anzugehen. Und ich sag mal jetzt, Pro und Contra abzuwägen, für und wider. Und das eben auf einer sachlichen Ebene tust. Und damit der Sache auch nicht gerecht wirst und dir selber dann letztendlich auch nicht. Weil wo Gefühle im Spiel sind, kannst du mit Sachlichkeit eigentlich nicht so viel anfangen. Aber wir gucken mal, wie der Ausgang ist. Der mögliche Ausgang. 4 der Münzen. Und das heißt, du hältst an etwas fest. Das kann sein Geld, Partnerschaft, Habitus, also wie du dich gibst an Dingen. Oder vielleicht hältst du ja auch daran fest, das sachlich zu tun. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was die Woche sagt. Montag haben wir die 5 der Schwerter. Und das ist Stress, das ist Auseinandersetzung, Streit. Ja? Möglicherweise, ja, ist egal mit wem, auf jeden Fall liegt Streit in der Luft, also Obacht. Am Dienstag haben wir die 4 der Stäbe. Das ist eine gute Energie, das sind so die 4 Wände, auf denen so dein Glück und deine Zuversicht und also Familie und so weiter aufbaut. Kann auch eine Hochzeit sein. Aber mit den 5 der Schwertern wäre ich da erstmal vorsichtig. Der Mittwoch, Hohe Priesterin, Bauchgefühl. Ja? Bauchgefühl ist immer wichtig. Bauchgefühl ist der beste Ratgeber schlechthin. Hat was damit zu tun, dass du in dich gehen sollst und dir überlegen sollst, wer oder was ist für mich gut. Ja? Und wie kann ich das erreichen? So, das erreichst du aber nur, indem du dich zurückziehst und dich wirklich mal in Meditation begibst oder einfach mal fließen lässt, Gefühle fließen lässt und die Sachlichkeit außen vor lässt. Aber wir gucken mal weiter. Am Donnerstag, die 7 der Stäbe, Verteidigung. Das kann bedeuten, dass du für irgendeine Sache einstehst und wirklich auch überzeugend bist und da auch mit Leidenschaft rangehst. Ist die Frage, worum geht's? Müssen wir gleich schauen. Am Freitag, 8 der Kelche. 8 der Kelche bedeutet, du lässt etwas zurück, um etwas Neues zu beginnen. Kann, wie gesagt, eine Partnerschaft sein. Kann auch sein, dass du eben diese alte Art, die Dinge anzugehen, wie Luftzeichen, hinter dir lässt. Kann natürlich auch sein, dass du mehr auf dein Gefühl hörst. Schauen wir mal. Am Samstag, haben wir die 5 der Kelche. Da ist Traurigkeit. Aber Traurigkeit ist auch ein Gefühl, ein Bedauern. Ja? Vielleicht das Bedauern, dass du das nicht schon eher gemacht hast. Der Sonntag, Ritter der Schwerter, ist ein Herauspreschen, ist ein Hervorpreschen, ist ein vielleicht zu sachlich, zu deutlich herausposaunen, was man möchte. Vorsicht! Das könnte daneben gehen. Gucken wir doch mal einfach nach den 2 der Stäben. Was ist denn das? Hat das was mit Beziehungen zu tun oder mit etwas anderem? Ritter der Stäbe könnte ein Feuerzeichen sein. Und Herrscher. Vielleicht möchtest du ein Feuerzeichen beherrschen. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ja? Funktioniert nicht. Kannst du vergessen. Ja? Aber es muss ja auch nicht bedeuten, dass du
ein Feuerzeichen sozusagen beherrschen möchtest, sondern ihr könnt ja auch gemeinsam etwas erreichen. Ja? Das Feuerzeichen Löwe, Widder oder Schütze ist auf jeden Fall ja für alle Schandtaten offen, lässt sich aber schlecht beherrschen oder besser gesagt gar nicht. Wir haben die 2 der Münzen, da haben wir wieder die 4 der Münzen. Und die 4 der Münzen, du kannst irgendwas nicht loslassen. Und wieder den König der Schwerter, du musst etwas loslassen, du musst eine Entscheidung treffen. Und der König der Schwerter kann eine Entscheidung treffen. So, dann gehst du in dich mit den 4 der Schwertern und sinnierst über die Dinge nach. Da hast du wieder die 2 der Stäbe. Da sind wir wieder am Anfang. Und du lässt eine Bürde los. Das ist schon mal gut. Und dann genießt du erstmal das Single-Dasein. Ja? Da geht es um 2 Personen. Und da geht es darum, erstmal mit sich selber klarzukommen. Ja? Ob du jetzt in einer Beziehung drin steckst oder nicht, spielt keine Rolle. Du musst zu dir selber finden, zu dir selber ehrlich sein. Und diese Bürde, dieses ich halte alles Mögliche aufrecht, nur damit es nach außen gut aussieht. Was haben wir denn hier? Warum ist denn der König der Schwerter schlecht? Hohe Priesterin und die Liebenden. Weil dein Bauch, das habe ich dir gesagt, dein Bauchgefühl sagt dir, dass du was anders machen musst. Ja? Und der König der Schwerter sagt dir, alles sachlich anzugehen. Also musst du dich ja irgendwo auch entscheiden. So, die 4 der Münzen haben wir hier auch nochmal. Das musst du loslassen. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Ja? Dass du wirklich ein bisschen gefühlvoller sein solltest. Auch dir selber gegenüber. Du musst niemandem Rechenschaft ablegen. Ja? Aber sei ehrlich zu dir selbst, zu deinen Gefühlen, zu dem, was du willst. So, jetzt haben wir am Montag wunderschöne 5 der Schwerter. Und da ist diese Unentschlossenheit. Und dazu kommt die Mäßigkeit. Du möchtest das alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Du möchtest keinen Streit. Du möchtest, dass alles ausgewogen und friedlich ist. Deswegen sollst du in dich gehen, weil das funktioniert einfach nicht immer. Am Dienstag haben wir die 4 der Stäbe und ein liebevolles Angebot. Und ich glaube, dieses liebevolle Angebot du jemandem. Und mit deinem Bauchgefühl hast du vollkommen recht. Sei fair. Und hier mit den 7 der Schwertern versuchst du, dich davor zu drücken. Das funktioniert nicht, weil dein Bauch dir trotzdem sagt, was du fühlst. Oder du fühlst einfach was. Und das kannst du nicht mit Sachlichkeit einfach ja, unterdrücken. So. Freitag haben wir du machst dich auf den Weg, du lässt etwas hinter dir, was dir vielleicht auch ein bisschen wehtut, ja, hier den Tod, die alten Dinge, die alten Hüte, ne? Und du machst dich mit jungen, dynamischen Schritten wahrscheinlich zu einem Feuerzeichen auf den Weg. Und hier bist du traurig am Samstag, dass du das nicht schon eher gemacht hast. 10 der Schwerter, 9 der Stäbe. Und jetzt hast du den Zopf endlich ab. So. So, jetzt hast du aber, du bist gewillt, du machst dich auf den Weg und mit Feuereifer gehst du da ran. Und dann kommt der hier, Ritter der Schwerter, wie ein Elefant im Porzellanladen. Vorsichtig, bitte. Das könnte alles kaputt machen. Also bitte vorsichtig. Langsame, stetige Energie. Das ist es, was du tun solltest. Wenn du vorhast, jemanden für dich zu erobern und endlich deine Gefühle zulässt, dann geh es bitte langsam an. Ja? Nicht, wie gesagt, wie der Elefant im Porzellanladen. Das macht alles kaputt. Das ist der Weg. Ja? Langsames Herantasten und dann zuschlagen. Nein, ich meine aber, lass dir Zeit, lass deinem Gegenüber Zeit, ja? Wenn du etwas vielleicht viel zu lange hinausgeschoben hast, dann ist jetzt die Zeit zu überlegen, ja, wie mache ich das? Und die Orakelkarte sagt, fülle. Ich bin grenzenloses Sein und kann in dieser materiellen Dimension alles erschaffen, was ich mir nur wünsche.
Na, wenn das kein Versprechen ist. Okay. In deiner Legung geht es tatsächlich um eine Beziehung, um so viel Liebe, die da ist, die du vielleicht unter deiner Sachlichkeit irgendwo verborgen hast, die aber ihren Tribut fordert, die sagt, so jetzt bin ich mal dran. Ja? Also bitte. Und die Engel sagen, Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl schenkt den Menschen Zuversicht, Glauben an den Erfolg und die Fähigkeit zu lieben. Ziehe klare Grenzen und lasse es nicht zu, dass andere Menschen diese Grenzen überschreiten oder dich manipulieren. Dann werden alle Respekt vor dir haben. Wenn du dich selbst schätzt, wirst du zu einem freundlichen, offenen Menschen. Du fühlst dich nicht mehr so leicht angegriffen und kannst anderen schneller verzeihen. Erinnere dich daran, dass du ein sympathischer, liebenswerter Mensch bist. Lass dich nicht von anderen Menschen steuern. Sei selbstbewusst und zeige Rückgrat. Wenn du wahres Selbstwertgefühl besitzt, bist du von einer goldenen Aura umgeben, die auch andere Menschen umschließt, sodass sie sich ebenfalls gut fühlen. Bitte deinen Engel, in deine Aura einzutreten und dich zu führen. Die Affirmation lautet: Ich bin ein selbstbewusster und wertvoller Mensch. Wunderbar. Und wenn du dann auch noch geliebt wirst, naja, dann brauchst du keine Kartenlegung mehr zu gucken. Nein, Quatsch. Ich freue mich, dass das ein gutes Blatt ist, dass du eine gute Legung hast. Es ist einfach so ein bisschen mehr Gefühl aus dir herauszulassen, ja, ohne die Angst zu haben, dass du dir was dabei vergibst. Ja, und ich schätze die klare Sachlichkeit der Luftzeichen in gewissen Situationen. Bei Gefühlen, ja, das ist eher Hinderung und könnte sehr belastend sein, wenn jemand seine Gefühle unterdrückt. Also tu es nicht. Lebe deine Gefühle, aber wie gesagt, in Maßen und mit Geduld. Ja, weil dein Gegenüber muss das ja auch irgendwie verkraften. Ja. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich bin sehr gespannt auf das Ende der Woche und deine Kommentare, wie ein Flitzebogen. Ja, und würde mich freuen, wenn ich dir weiterhelfen konnte, wenn du mir dafür einen Daumen hoch gibst. Das hilft meinem Kanal. Und ich freue mich drauf, das nächste Mal. Und natürlich auf eure Kommentare. Da bin ich schon richtig gespannt. Also, bis bald. Tschüss.